Wunderschönen guten Abend. Ja, heute das Thema, also erstmal ist Carsten zu Gast, ich freue mich. Carsten, schön, dass du da bist. Hallo, hallo allerseits. Ja, liest schon ganz eifrig im Chat, was da losgeht. C-Sec, danke für den Sub, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, Herr Müller hier, ganz ehrenvoll, der Dancing Duelist. Das ist hier immer einer meiner Mods. Junger Mann, 19 Jahre alt, immer sehr respektvoll. So muss es sein. Und das Thema heute mit Carsten ist Spielertypen. Ein ganz spezielles Thema, zu dem Carsten zusammen mit dem jungen Großmeister Luis Engel ein Buch rausgebracht hat, letztes Jahr. Und Carsten wird uns ja dieses Thema näher bringen und ihr werdet auch ein bisschen was über euch erfahren. Also heute auch so ein bisschen Couch, ne? Ihr legt euch hin, hört zu, was der Therapeut zu sagen hat und ihr werdet einiges erfahren auch über euch selbst. Pabel, grüß dich. Ja, Carsten, erzähl mal so ein bisschen was zu dem Buch. Das ist ja letztes Jahr oder dieses Jahr rausgekommen, Spielertypen zusammen mit Luis Engel, ne? Ende letzten Jahres. Das ist ein Modell, was Lars Bo Hansen entwickelt hat, 2005 in Foundations of Chess Strategy. Eigentlich stammt es aus der Wirtschaftstheorie für Business Manager, da von Jean-Marie Hiltrop. Wir betrachten also so bei den psychologischen Modellen gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dieses passt extrem gut. Das betrachtet nur zwei Achsen. Kalkulation und Intuition ist die eine Achse. Also rechnet man mehr oder ist man eher ein intuitiver Spieler? Und die andere Achse ist Fakten und General Concepts. Wir betrachten also nur zwei Achsen, das ergibt vier Typen und das scheint ziemlich gut zu passen. Traditionell ist es ja so, man könnte Taktiker und Strategen betrachten, nicht? Dann hätte man halt nur zwei Typen. Das ist ja etabliert in der Literatur. Aber zwei ist halt ein bisschen wenig, um viel. Man kann natürlich noch sagen, gegen Taktiker soll man möglichst strategisch spielen und umgekehrt. Aber ja, das ist auch nicht falsch natürlich, das bringt auch schon was, aber man kommt da nicht so richtig in Details und auch nicht so richtig weit, nicht? Wenn man noch die andere Achse dazu nimmt, kriegt man also vier Typen raus: Aktivspieler, Reflektoren, Theoretiker und Pragmatiker. Und dann kann man wesentlich mehr sagen, was die für Eigenschaften haben und was man machen sollte, wenn man gegen sie spielt, was man trainieren sollte, wenn man so ein Spielertyp ist, was typische Stärken und Schwächen sein können. Natürlich ist das ein Modell, die Wirklichkeit ist natürlich zum Glück immer noch komplizierter. Es gibt auch noch andere Modelle, habe ich jetzt gelernt, mit 16 Typen, die aus der Persönlichkeitsforschung kommen. Aber das scheint mir wieder zu viel. Zum einen kann man sich diese 16 Namen schon gar nicht merken und hat auch die Hälfte noch nie gehört. Und zum anderen ist das Betrachten der emotionalen Achsen der Psychologie, führt das irgendwie auch ein bisschen zu weit. Also es scheint tatsächlich so zu sein, Entscheidungen von Business Managern für ihr Unternehmen und von Schachspielern im Schach vergleichen offenbar ganz gut auf diese vier Typen. Und da können wir. Wiederholen wir noch mal. Der Kreative oder so? Nee, sag mal, der Theoretiker? Ja. Der Analytiker? Nee, Analytiker? Nee, Nee, der ist das gleich. Aktivspieler, der Aktivspieler? Theoretiker, der Reflektor und der Pragmatiker. Ist auch für mich schon schwierig zu merken. Vier. Nochmal. Analytiker, Aktivspieler. Aktivspieler. Muss das die Ja. Reihenfolge? Ist doch egal. Die Aktivspieler. Reihenfolge ist egal, aber Analytiker kommt nicht vor an dem Ach Typ. so, Aktivspieler, Theoretiker, der Reflektor. Und dann der vierte. Schon Der wieder vergessen. Pragmatiker. Der Pragmatiker. Ich bin alt, Leute. Ich kann mir das nicht so leicht merken. Ich werde das aber noch mehrmals wiederholen. Hier, Merlin Flocke, danke für den Sub, mein Lieber. In groß geschrieben inzwischen. Merlin Flocke. Hast dich auch verbessert. Kannst dir leisten, Großbuchstaben zu benutzen. Steinitz und du sind übrigens Theoretiker, meiner Meinung nach, wo das Das hier wurde auch gelandet ist. gefragt hier, was für ein Typ ist denn TBG? Und deiner Meinung nach bin ich, also keine Sorge, Leute, erstmal, Carsten wird ungefähr eine Stunde hier bleiben, plus minus 10 Minuten. Und in dieser Stunde werden wir das Ganze durchnehmen. Ich werde das hinterher natürlich auf YouTube auf dem Zweitkanal hochladen. Also das, was wir jetzt in dieser einen Stunde besprechen, unabhängig vom Rest des Streams. Ne? Wird keiner also was verpassen. Also du meinst, ich wäre ein Theoretiker. Ja, im Sinne Warum? dieses Typenmodells. Warum? Ja, wollen wir das gleich machen oder Okay, wollen wir machen wir erstmal. gleich, machen wir Wir gleich. machen das vielleicht, wenn wir die Theoretiker Du, besprechen. das ist deine Stunde, du strukturierst das und bringst uns das näher, wie du, glaube ich, am besten denkst. Was hast du noch geplant in dieser einen Stunde? Was werden wir zeigen? Am besten wäre es, wir stellen alle vier Typen kurz vor und jeweils dann ein Beispiel zu den jeweiligen Typen, wobei natürlich manchmal kommen auch bei den Beispielen natürlich Themen vor, die andere Typen betreffen und so, das können wir dann alles Ja, gleich dass ich besprechen. natürlich
fließend ist, denke ich mal, die Grenzen zwischen den vier Typen, das ist wahrscheinlich normal. Ja, das ist ja klar. Ey, richtig. Und natürlich ist ein mögliches Ziel, dass man natürlich so universell wie möglich werden soll. Klar, so dass man als sich Spieler. Da, ja, ja. Man hat ja bestimmt zum Beispiel bestimmte Schwächen und bestimmte Fähigkeiten, anderen Typen kann man nicht so gut und dann kann man halt mehr oder weniger gut daran arbeiten. Und für mich war das zum Beispiel auch sehr wichtig. Ich bin Aktivspieler, wenn man mich als Spieler betrachtet, ganz klar. Auch die Schwächen des Aktivspielers hatte ich zumindest früher auch sehr stark, bis zum gewissen Grad heute immer noch. Man kommt halt irgendwie aus dem Haupttyp offenbar nicht so recht raus. Man kann natürlich versuchen oder man kann auch universeller werden, aber offenbar scheint es so zu sein, dass man als Mensch eben eine gewisse Persönlichkeit hat und hier färbt das so durch, dass man vielleicht aus einem gewissen Grundtyp eben letztlich nicht rauskommt. Ich muss mal kurz so langsam, mich fängt das an zu interessieren und neben den vier Spielertypen muss er schauen, welche Fragen ich dir natürlich noch stelle. Ihr könnt natürlich zum ganzen Thema Fragen stellen. Bogenholz, danke für den Sub. Ich denke mal, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem, was du vorbereitet, oder? Ja, aber einmal ganz kurz noch. Ja, also Aktivspieler, ja. Da sind die Weltmeister. Dann kann man, wenn man das so ein bisschen hat, dann kann man sich vielleicht noch mehr vorstellen. Aljechin, Tal, Spassky, Kasparov. Und Tal ist sogar Hyperaktivspieler. Und der einzige Hyperaktivspieler, der bisher Weltmeister war. Und Anand natürlich noch. Bekannte weitere Aktivspieler sind Schirov, Mrozovic, Nesmedinov, Topalov, Pilsbury, Adolf Anders und David Bronstein, Larsen, Taimanov, Aronian, Judith Polgar, Carsten Müller, na gut, okay. Geil in der Reihenfolge, sehr, sehr geil. Theoretiker, irgendwie so, Anatoly Karpov, Capablanca, Georgios Leidis, natürlich. Kommt gleich. Kommt erst gleich. Aber also, Aktivspieler kann man subsumieren unter Angriffsspieler auch, ne? So ein bisschen, ne? Genau. Sie bewerten die Angriffschancen relativ hoch, das Material niedriger. Sie schätzen, sie können gut rechnen, schätzen aber oft intuitiv ab. Also sie würden auf dieser Achse ist es halt so, dass Intuition und Berechnung, da sind die Aktivspieler bei der Intuition und die Pragmatiker bei der Berechnung, sonst auf der anderen Achse. Was ist mit Fischer, wird gefragt hier gerade? Würde ich zu den Pragmatikern. Kommen wir auch nachher zu. Kommen wir. Wir haben vier Typen: Aktivspieler, Theoretiker, Reflektor. Das ist etwas, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, was der Reflektor ist. Und da kommen wir später zu. Ist der okay? Reflektor ist und der, Anal- der Pragmatiker. Der Reflektor ist auch am schwierigsten zu verstehen, glaube ich. Ja, dazu kommen wir später. Das sind die vier Typen nochmal. Das ist natürlich idealtypisch erstmal. Fließende Übergänge. Ne? Wir fangen jetzt nicht an, direkt zu kritisieren. Magnus Kase kommen wir natürlich später. Chess Hamburg, danke dir für den Sub, mein Lieber. Der ist Reflektor, aber ziemlich universell. Ja, gut, bei Weltmeistern wissen wir natürlich, dass die generell universell spielen müssen. Aber Tal als Hyperaktivspieler stimmt, war gar Tal, nicht universell. Also, ja, Tal stimmt, ja. Tal ist halt in seiner Jugend herausragender Hyperaktivspieler. Es gibt korrekte Opfer und meine, das kann nur ein Hyperaktivspieler sagen. Das kann kein anderer Spieler. Was ist mit Huschi und Kugelbuch, wird gefragt. Huschi wäre wohl Pragmatiker Richtung Aktivspieler. Und Kugelbuch Wer ist Kugelbuch? Keine Ahnung, irgend so ein komischer Typ, keine Ahnung. Ja, wer ist Kugelbuch? Weiß ich auch nicht. Gut, er hat sich verschrieben, ich weiß nicht mehr. Jetzt können wir ruhig die mit dem Schach, mit dem das genau. Botwinigtal machen. Achso, Kugelbuch ist ein Streamer. Ah, ich kenne Kugelbuch. Ja, als New Day ist schon klar, wir machen Spaß. Und dann ist es natürlich auch so, man muss sich oft doch schon ein bisschen damit befassen, mit dem Thema. Es ist immer leicht gefährlich aus dem Bauch raus. Das mal, bei Huschi ist es noch relativ einfach, aber mit dem habe ich mich auch schon ein bisschen befasst. Aber ansonsten ist es natürlich, man muss sich natürlich ein bisschen mit den Spielern befassen, bevor man den zuordnen kann. Gut. Jetzt hat das erste, wir haben natürlich Beispiele, das hat natürlich auch schachliche Inhalte hier, wir werden jetzt nicht eine Stunde nur erzählen, das ist hier kein Podcast, wir werden natürlich auch Beispiele zeigen und es geht los mit dem ersten Beispiel. Michael Botwinnik gegen Michael Tal. Theoretiker gegen Hyperaktivspieler, das war natürlich ein ganz besonderes Match. Wir gehen da rein in Zug nach dem 17. Zug, Dame E2. Ja, Botwinnik steht besser, er hat mehr Raum und im Moment auch so eine Art Kontrolle und Tal ist ein bisschen passiv und hier geht es jetzt eigentlich schon ein bisschen mit Tals Stil los. Was soll Schwarz, Weiß steht auf jeden Fall ein bisschen besser. Was soll Schwarz hier machen, bevor Weiß sich völlig konsolidiert hat und bevor da nur nach weißen Termen gespielt wird? Tals Zug ist objektiv nicht so gut, aber typisch, oder auch nicht schlecht, auch nicht richtig schlecht, aber nicht der beste Computerzug, aber typisch schon mal für seinen Stil. F5 sieht auch schon mal ganz. Ja, F5
Ja. Könnte man sich ja auch ja, gucken. Ja. F5 ist auf jeden Fall hyperaktiv, definitiv. Ja, ist ein typischer Talzug. Ist eigentlich, glaube ich, hier, da kommt halt E schlägt F. Läufer F. Und dann zieht vielleicht einfach der Turm. Der muss weg, der Turm. C1, ne? G4 geht ja nicht. Ja, Turm C1. C1. Jetzt tut aber G4, Leute. Ne? Das ist das Problem hier. Ja, und dann steht Weiß halt etwas besser und es ist natürlich auch nicht so eine richtige Talstellung. Das hat Mischa wahrscheinlich nicht gefallen. Das Problem ist natürlich auch das Feld E4, das bekommt Weiß früher oder später. Sowas ne? mögen Theoretiker wie Micha Botwinnik und Georgios de Leides sehr gerne, deswegen darf man ihnen das mitunter nicht geben. Ja, darüber werden wir noch streiten, was ich, was ich überhaupt bin. Ne? Okay, das war ein halber Scherz, aber nur ein halber. Ja, okay, also im Prinzip ist schon mal gut, F5 wäre ein Talzug, allerdings verpufft die Dynamik zu schnell, es wird zu statisch und so, das mochte er wahrscheinlich nicht. Ne? Er muss schon, also es muss nicht, bei Tal muss es nicht objektiv korrekt sein, es kann objektiv inkorrekt sein, ja. Aber es muss genügend Dynamik verbleiben. Praktische Chancen, kann man auch sagen. Genau, Weiß darf sich nicht kontrolliert stabilisieren dürfen. Mhm. Genau. Ja, Springer F4 wird gesagt, aber es geht, glaube ich, nicht, weil den schlägt man einfach und... Das kommt noch. Ja, das kommt noch. Das ist noch zu früh. Das muss vorbereitet werden. Too early. Genau, das muss vorbereitet werden. Es wurde auch gesagt hier, ne? Mario hat es gesagt. Turm Mario. C4. Sehr gut, Mario. Ist der Talzug. Ich wollte nur vorher noch erwähnen, also der Computer-Alpha-Zug ist Dame C4. Das wäre aber hier ganz schlecht gewesen. Hier wäre es ganz schlecht. Denn Tal war im Endspiel schlecht, Botwinnik stark, Weiß steht gut für immer. Also hier sieht man schon einen Spielertypen-Einfluss. Der Computer-beste Zug wäre praktisch ein schlechter Zug gewesen. Also das hat mit Objektivität hier nicht unbedingt was zu tun. Es ist halt menschlicher Spielertyp. Weiß steht ja dann nach Computer auch besser. Aber wenn Tal das gespielt hätte, hätte er die Partie niemals gewonnen. Ja. Micha 1007, danke für den Sub. Ja, hier Damentausch, nee, das ist natürlich nicht so schön. Das hat Herr Micha niemals. Das hätte Micha Thal da niemals gemacht. Niemals. Selbst wenn ihm eben jemand gesagt hätte, der Computer sagen, hätte er gesagt, das ist schön, aber es gibt eben Computer und meine Züge. Eine Sache hier noch, Sturmgott hat er es erwähnt, man muss natürlich so ein bisschen unterscheiden zwischen, ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, mit der Vorcomputer-Ära und der Computer-Ära. Dadurch ändern sich natürlich auch die Spielertypen natürlich auch so ein bisschen, oder? Oder nee? Das ist auch eine interessante Frage. Ich würde aus dem Bauch mal raus sagen, die Typen ändern sich nicht, aber ja, bestimmte Sachen ändern sich schon, aber ich würde sagen, das Vier-Typen-Modell würde auch, da sehe ich eigentlich keine Unterschiede. Ich habe das Vier-Typen und ich habe ja untersucht die Weltmeister von Steinitz bis jetzt und das macht keinen Unterschied, ob du, also der Basis, ja. Vom Spielertypen, die ja so ein bisschen an menschlichen Persönlichkeiten und so weiter an anderen orientiert sind, macht es keinen Unterschied, ob es Computer gibt oder nicht. Natürlich, man kann auch die Computer zuordnen und das geht natürlich erst, wenn es Computer gibt und bestimmte Spielertypen werden durch die Computer noch weiter bevorteilt wahrscheinlich und so, aber für das Grundmodell macht es, glaube ich, keinen Unterschied erstmal. Okay. In der Partie geschah, sollen wir es sagen? Ja, das haben wir schon gesagt. Einer hat es gesagt. Aber ich wollte noch als letzte Anmerkung noch, sonst wäre hier aber natürlich auch B7, B5 sehr gut. Und das wäre nämlich ein Talzug, das schwächt zwar das Feld C6, ne? Das ist also, würdest du B5 machen bei der Schwäche C6 oder würdest du nicht machen? Du würdest es vielleicht nicht machen, weil du Theoretiker bist. Aber ich verstehe auch nicht, warum was B5 bringen soll. Ja, siehst du? Ist auch eine Spielertypenfrage. Das ist, glaube ich, der zweite Computerzug. Und ich und Tal könnten das machen, weil die Schwäche des Feldes C6 nicht so ins Gewicht fällt, während Theoretiker wie Botwinnik und so leid ist, das eher nicht machen würden, weil sie das Feld C6 schwächen. Also so könnten Spielertypen reinbringen. Ja, ich müsste einen konkreten Nutzen sehen von B5. Eventuell B4 mal, ne? Ich verstehe. Dame A5, B4, sowas mal schon wahrscheinlich. Genau, ne? Um Dynamik reinzubringen. Genau, richtig. Ja. Und da wir F5 ja nicht machen konnten, bleibt auch gar nicht mehr so viel über, nicht? Aber gut. Also, okay. Aber es ist also wieder typische Spielertypfrage und das wird sich ein bisschen weiter halt durchziehen. Das ist natürlich nicht scharf getrennt, aber hier passt es wieder gut in mein Weltbild. Tal und Müller würden B5 spielen und Botwinnik und Solides eben nicht. Das passt sehr gut ins Modell, erstmal vom Weltbild her. Also man kann es sehr gut durchs Modell erklären, dich als Theoretiker setzt. Allerdings setzt es dich als Theoretiker an, natürlich. Aber du wolltest ja schon mal ein paar Argumente haben, warum du Theoretiker bist und ich hoffe, wir liefern noch mehr. Turm C4 war der Partie. Turm C4. Der ist objektiv nicht gut, das wird ja hier auch angezeigt, aber es ist ein typischer Talzug, alle Figuren sollen aktiv. Okay, aber die Frage ist jetzt natürlich, warum ist der Zug nicht gut? Ja, das sehen wir noch. Okay, sehen wir noch. Turm FC1 von Botwinnik. Ja. Hierzu muss man sagen, das sind beides Weltmeister. Botwinnik war Weltmeister, Tal war Weltmeister, ungefähr die gleiche Epoche. Botwinnik war mehrfach Weltmeister, ein bisschen vor Tal. Tal war ja 60, 61, glaube ich. Nur ein Jahr lang. Ein Jahr lang und Botwinnik war vor ihm Weltmeister.
Und nach ihm. Nach ihm? Hat er ihn geschlagen auch? Ja, ne? Ja, er hat ihn auch geschlagen. Er hat die anfänglichen Revanche-Matches immer gewonnen. Okay, TUM FC1. Jetzt TUM AC8. Ups, sorry. TUM FC1, TUM AC8. Das bewertet hier auch die Lee Chess Engine auch als schlechten Zug. Mhm. Das sieht aber logisch aus. Ich meine, ja, wenn wir den A gesagt haben, müssen wir B sagen. Genau. Und für Tal kümmert sich auch um die Engines, Lee Chess Engines und so nicht. Alle Leute müssen aktiviert werden. Und wenn das Objektiv nicht so gut ist, das macht nichts. Hauptsache, es bleibt Dynamik auf dem Brett, die nicht gleich kontrollierbar ist. Das reicht ihm aus. Paul Murphy, Leute, das war mit Sicherheit Aktivspieler. Das ja, ist klar. Ja, ja. Ist Carsten hauptberuflich Studienrat? Nein. Ja. Nein. Autor, Theoretiker, ohne Ende Autor, DVD, Bücher. Er hat mir gerade wieder ein neues Buch in die Hand gedrückt. Ich werde euch gleich auch die Bücher zeigen, auch das Spielertypenbuch. Vielleicht hole ich das mal gerade eben, bevor ich es vergesse. So, jetzt sind wir hier bei TUM AC8. Ja, genau. Warum das nicht so gut ist? Man könnte jetzt mit A3 da die das nutzen. Nicht? Jetzt hängt der A7, wenn du den A7 deckst, dann wirst du so ein bisschen aus deiner. Okay, wo soll die Dame hin? Dame B3? Dann kann man den A7 nehmen. Okay, hier muss man natürlich auch fett rechnen, weil B6 natürlich hier ein Zug ist, oder? Ja, aber Dame C2 oder Dame aufs richtige Feld. Ah ja, dann ist die Dame getauscht, ne? Und dann hängt B6, ne? Ja. Ja, und dann kriegen wir wieder so ein Endspiel und so, und das hätte Tal niemals gewonnen. Ja, ja. Okay, hier hast du berechnet Dame A5, Läufer F1. Und jetzt sieht man, dass die Türme da eben auch nicht so gut stehen. Ne? Ja. Die Türme C4 und so war alles nicht so gut, weil die letztlich instabil sind. Gut, der kann auch zurück nach C7, könnte man jetzt argumentieren, ne? Ja. Ja, wir wollen jetzt natürlich nicht zu weit analysieren. Okay, aber die Dame ist ein bisschen, ne? Deine Dame hat kaum noch B4, Dame A3, das scheint noch zu gehen. Genau, aber deine Dame ist trotzdem so ein Problem. Können wir vielleicht mit Turm A1 das vorbereiten oder so? Turm A1? Die Engine fragen. Aber die Dame, ich finde die schwarze Dame. Okay, wir machen mal die Engine an, die sagt Turm A1, Großmeister. Die Dame. Turm A1 mit der Idee B4, ne? Turm C4 war von allem, das ist instabil und es kracht mit der Dynamik nicht richtig durch, ne? Deswegen war Tals Idee objektiv nicht so gut. Er setzte halt auf Dynamik, von seinem Spielstil her hat er das ja immer gemacht und wenn es nicht ging, dann hat er eben geopfert. Das war so sein Stil. Halt. Ja. Wir lassen mal die Engine an, ist ja nicht schlimm, dann könnt ihr den Balken sehen, die Leute auch. Den Balken seht ihr, das ist ja okay für euch. So, Turm AC8. Aber Botvinnik spielte hier nicht. Nicht A3. Nicht A3, er spielte König A2. Theoretiker sind manchmal auch so ein bisschen, nicht, dass wenn das A3 und so, das sind ja alles konkrete Varianten, wo man dann genauer rechnen muss. Manchmal spielt er auch so ein bisschen aufgrund von allgemeinen Erwägungen einfach. Er geht ja davon aus, dass er hier sowieso ganz gut steht und es stimmt auch und dass es nicht ganz so drauf ankommt, aber das stimmt eben nicht. Er lädt jetzt ein bisschen Tals Dynamik ein durch König H2. Okay, und jetzt kommt's. Ja. F5. Das ist auch der beste Zug hier. Schon vorhin auch gefordert worden. Bum, bum. E schlägt F5. Ja, was sonst, ne? Der Bauer hängt. Man muss den nehmen. Mhm. Und jetzt Läufer F5 natürlich, greift den Turm an. Ja, gute Frage, ob Tal heute noch so gut wäre. Es gibt ja nur noch wenige Hyperaktivspieler. Mamedjarov geht so ein bisschen in die Richtung Nakamura, aber so ausgeprägte Hyperaktivspieler wie Tal gibt es nicht und er war auch der Einzige, der Weltmeister geworden ist. Man könnte vermuten, dass ein Hyperaktivspieler mit diesem super ausgeprägten Stil nicht mehr Weltmeister werden könnte, weil heutzutage die Gegner zu stark in der Verteidigung sind. Und wenn man so viele inkorrekte, der Hyperaktivspieler bringt ja in jeder Partie ein unkorrektes Opfer nach dem anderen und das würde heute nicht mehr zum Weltmeisterthron reichen. Aber dann ist ja das, was Sturmgott gesagt hat, zum Beispiel auch richtig, dass die Computer die nicht unbedingt die Basis verändert haben, den Charakter des Schachspiels, aber den Spielertypen beeinflusst haben, weil die Leute natürlich anfangen, wie Computer zu spielen und sehr viel zu verteidigen und nicht mehr so viel zu opfern, weil sie sehen, die Computer können alles verteidigen halt. Ja, ist im Gewissen, das hat was. Aber ich glaube, die Spielertypen bleiben trotzdem und es führt mehr dazu, dass jetzt halt mehr Pragmatiker in den Top Ten der Welt sind und dass schon lange dass ein Hyperaktivspieler nicht mehr auf den Thron kommen kann und so weiter, aber die Spielertypen an sich bleiben schon die Spielertypen. Du hast natürlich recht, der Hyperaktivspieler spielt jetzt schon in der Jugend dauernd gegen die Engines und verliert dann dauernd und das merkt hat halt, dann das einen bringt nichts an Einfluss halt. Ja, genau. Ja, ne? Ja, 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 ja. Gut, der Turm ist, Diogen ist 71, danke dir für den Sub. So, der Turm ist angegriffen, Turm A1, was sonst? Das ist ja der logische Zug. Botvinnik ist ja auch Theoretiker, der spielt solche Sachen, da kann man dann immer von
Das ist mitunter vielleicht ein bisschen der Nachteil. Es ist mitunter dann ein bisschen ausrechenbar. Tal ist natürlich in gewissem Sinne dann überhaupt nicht ausrechenbar. Man weiß, es kommt irgendwann irgendein inkorrektes Opfer, aber manchmal ist es gar nicht so leicht zu sagen, welches. Fischer kommen wir später zu, Fanside. Wir haben 4 Spielertypen. Wir werden alle 4 Spielertypen besprechen. Bei der Geschwindigkeit. Fischer ist ein Musterbeispiel für einen, nicht, aber. Ja, wir sehen. Aber Fischer ist auf jeden Fall ein Musterbeispiel für einen Pragmatiker. So, wir machen weiter hier. Turm A1. Und jetzt steht hier, es folgt eines der viel diskutierten Opfer Tals. Aus praktischer Sicht war es sicher richtig, denn am Brett sind die schwarzen Probleme kaum zu lösen. Objektiv ist es allerdings, die weißen Probleme nach dem Opfer. Objektiv ist es allerdings nicht korrekt, getreu dem Talschen Motto, es gibt korrekte Opfer und den Spruch, den müsst ihr euch merken, meine. Typischer Hyperaktivspielerspruch, das ist jetzt charakteristisch besser. Aber es war praktisch, der Zug verliert, aber ist praktisch trotzdem die beste Wahl. Es zeigt eben, dass im menschlichen Schach die Spielstile doch einen gewissen Einfluss haben, dass wir eben keine Computer sind. So, Springer F4, da ist es. Man muss aber sagen, jetzt, es ist nicht ein totaler Blunder jetzt hier, ne? Es ist halt, es stellt Weiß vor Problem, Springer F4, ne? Es gibt halt eine konkrete Widerlegung, aber die ist unglaublich schwer zu finden. Da müsste ich fast schon Dingens machen, naja, mit dir. Ein Test. Na egal. Mal gucken, ob wir Zeit haben. Na gut, Springer F4. Gut, was soll man machen? Ja, man nimmt den weg, ne? Ist ja klar. Natürlich nimmt Schwarz wieder mit dem E-Bauern, was sonst? Aber jetzt kommt halt der Fehler. Wenn man sich gegen Hyperaktivspieler auf so einen super Tanz einlässt, dann muss man auch voll auf der Verteidigungshöhe sein und muss man dann halt mit spielen. Man muss jetzt auf A7. Na, warte. Sollen wir die Leute mal fragen, ob sie das finden? Das ist zu tief. Ist zu tief. Das ist zu tief. Okay, Atomic das Creeper, danke für den Sub. Die das Widerlegung dauert lautet A3 hier. A3. Stimmt doch, ne? Dann mit B3. Ja, und jetzt auf A7. Ja. Und jetzt Läufer schlicht A7. Aber das ist natürlich ein schwieriger Zug praktisch, weil du musst halt bereit sein, hier tief zu rechnen, was passiert nach B6, ne? Oder? Und Läufer E5 muss auch richtig beantwortet werden. Und das ist auch nochmal sehr. Jetzt muss man läuft. Spielt man jetzt Läufer F3 oder spielt man Bauer F3? Übrigens, dieses Ganze ist jetzt ein typisches Pragmatiker-Rangehen. Pragmatiker sind gut im konkreten Rechnen und nehmen oft Bauern weg, die so halb vergiftet sind, die andere Spielertypen intuitiv nicht schlagen würden, weil die sagen würden, das sieht schlecht aus, also machen wir das gar nicht. Pragmatiker wie Kortschneu und einige andere sind sehr stark darin und Kajakin stark darin, das zu schlagen und sich dann sehr geschickt lange zu verteidigen und dann mit den Mehrbauern eben weiterzuspielen. Das wäre eine typische Pragmatiker-Stärke. Von Winnig ist aber kein Pragmatiker, sondern Theoretiker. Also das spielte Micha Thal hier auch etwas in die Karte. Also Läufer F3 oder Bauer F3, das ist auch nochmal ganz schön okay, hart. Was ist der bessere Zug? F3 hier? Ja, Läufer A7 braucht Rückzugsfelder. Und was ist mit Läufer F3? No, das ist richtig schlecht. Dann ist der Läufer A7 wahrscheinlich weg, ne? Turm A8, ne? Ja, der Läufer hat keinen Felder mehr. Okay. Wenn man Zeit hat, sieht man das, weil F3 lässt die Diagonale offen und schützt den Läufer. Also F3, wie geht die Variante weiter? B6. Klar. Das heißt, er ist sehr spät gefunden worden. Ja? Das A4 hier eben dann alles für Weiß. Upsaved wegen Springer B5 oder was? Ja, und auch wegen A5 und noch wegen weiterer. Also auf Turm A8 wäre jetzt der direkte Zug, müsste man rechnen. Oh, Turm A3. Turm A3 ist auch eine Drohung. Turm A3 und Springer A2. Oh! Ja, das ist schon. Oh, und der König steht auf H2. Es gibt keinen Schach. So ist das hier. Diese genaue Berechnung von allem oder so, das wäre typische Pragmatikerstärke. Okay, was mit. Die Variante geht aber hier. Stadtläufer E5 gibt es noch hier. Gibt es noch einen anderen Zug hier, den analysiert? Also, was ist mit Turm A8? Wurde gefragt. Springer B5, sagt die Engine, ist aber gar nicht so leicht. Aber Springer B5 wird wohl die Antwort. Ja, Springer B5. Ja, Dame B5, Dame C4 und Turm C1 deckt den Springer. Dann ist alles gedeckt. Ne? Denn auf Läufer D3 haben wir mal das Zwischenschach. Ja, ja. Ja, ja, das wird die Antwort sein. Ja, Läufer D3, Dame E6 Schach. Ne? Ja. Und das ist sogar matt wegen Turm C8 hinterher. Aber gut, das hätte Bord Winning alles sehen müssen. Das war ihm wahrscheinlich zu rechenlastig, zu viel. Das fühlte sich nicht so gut an oder so. Aber das geht gegen Hyperaktivspieler halt so nicht. Wenn man sich auf den Tanz eingelassen hat, dann muss man ihn mittanzen. Dann kann man nicht jetzt sagen, das sieht alles gefährlich aus, also spielen wir Läufer D2. Aber was heißt auf den Tanz einlassen? Der Gegner bestimmt ja, wann der Tanz anfängt. Und gut, wenn du es widerlegen willst, meinst du, muss er dann halt konkret die Widerlegung finden. Ja, allerdings hat Bord Winning mit König H2 so ein bisschen mitgeholfen, dass dieser Tanz so überhaupt starten konnte. Okay. So, in der Partie geschah Läufer D2 von Bord Winning. Er ging zurück, weil er dieses Läufer
A3 und Läufer A7 einfach hier. Weiß man das vielleicht? Hat das nicht berechnet richtig? Das habe ich nicht recherchiert, aber da, es gibt da einen, das müsste in den Quellen zum Match recherchiert werden, was da genau, oder ob das sich jetzt einfach nicht gut anfühlte und er deswegen nach D2 zurück. Das kann ich so nicht sagen. Okay. Okay, Läufer D2. Es ging weiter hier mit Dame B2. Das ist gar nicht der beste Zug. Nee, das ist ein Fehler sogar. Ja, ja, das Tal dann hat hier daneben gegriffen. Das gibt's auch. Auch Tal ist ja kein Pragmatiker. Die Pragmatiker sind oft in diesem konkreten Rechnen am besten wie Fischer, der ja schon so oft erwähnt wurde. Fischer hat ganz selten solche Fischer hat praktisch nie solche Fehler gemacht. Und dann kann man schon sehen, er ist ein Musterpragmatiker, Tal nicht. Tal ist überaktiv Spieler. Ja, ja, Läufer E5 war hier der bessere Zug. Ja, ja, aber das, dann steht okay. Man sogar, dann ist es sogar eher für Weiß gefährlich. Und dann nehmen ja, und dann hat das ja. Dann gibt es Unterschiede. Okay. Ja, große Unterschiede. Jetzt ist, da ist alles löchrig, der Läufer G2 ist jetzt und so weiter. Okay. Schwarz hat sehr gute Kombinationen. Was ist hier passiert? Es ging weiter mit Turm AB1. Mhm. Okay, Läufer B1. Ja, aber Tal, dann gibt doch Tal seine ganze Dynamik auf. Das materiell läuft, dann bist du weiß vielleicht auch völlig schwach, ne? Das ist kein Talzug. Okay, interessant. Er spielt F3. Typischer Talzug. Okay. Das der Tal hat auch immer gesagt, wenn der Gegner eine Figur von dir angreift, dann greife zwei des Gegners an. Auch typisches Hyperaktivspieler-Motto. Okay, das ist krass. F3. Was hat Botwinnik gemacht? Er nimmt die Dame raus und steht schon auf Verlust. Ja, das verliert sofort. Ne? Ja, oder der Bauer E2 ist ein unglaublicher Gigant. Okay, Weiß hätte auf F3 nehmen sollen und dann muss aber Schwarz den Turm nehmen irgendwann. Sonst ist ja Quatsch sonst, ne? Ja. Okay, aber auch das ist einfach besser für Weiß, weil. In gewissem Sinne sogar gewonnen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist, glaube ich, sogar schon gewonnen irgendwie, ne? Ja, das sind so Varianten hier. Ja, gut, ja, wir wollen das nicht zu weit. Turm B2 und jetzt verliert das wegen Schlagen. Mhm. Und jetzt ist der E2. Man hat den E2 für. Aber der E2 entscheidet. Das Problem ist, der Springer ist gefesselt. Oh. Ja, es ist kaputt. War Schwarz wieder auf Gewinn. Lost. Ja. Aber da war auch in Zeitnot, oder nicht? Nee, Botwinnik hat das einfach irgendwie unterschätzt und ist in Panik geraten. So. Das ist ja oft auch, wenn man gegen diese Hyperaktivspieler spielt. Ah, Moment, er hat ja auch eine Figur mehr, ne? Ja, das ja. Genau. Ja, ja, ist trotzdem völlig verloren, ist unglaublich, ne? Okay, schauen wir uns mal an, wie es weitergegangen ist. Turm D4, Läufer E1, Läufer E5 Schach, König zurück. Pydrakor, danke für den Raid, mein Lieber. Was war dein All-Time-Zuschauerrekord? Das ist ewig her, über 1000. Du fragst jetzt Sachen hier, Toni Avero. Läufer F4. Achso, genau, da wäre. Ja, aber ist egal. Da wäre diese super Kombi, die Micha Peter noch angegeben hat, die war unglaublich. Das ist unglaublich. Ne? Turm schlicht C3? Ja, das ist unglaublich. C3. Jetzt, unglaublich. Und aus Schwarz gewinnt. Turm C4? Läufer B2, geil. Wir haben Turm weniger für den E2 und gewinnen trotzdem. Also, das ist typisch das Hyperaktiv-Spieler-Finale, wenn es aufgeht. Wenn natürlich die Dynamik durchschlägt. Ja, aber das ist. Unglaubliche Partie, ne? Das ist schon. Gut, jetzt muss normal hier umgesetzt werden mit dem aber Mischa hat ja zum Glück die Dynamik der Läufer und so und hat dann zum Sieg verdichtet. Gut, Bauer mehr, Läuferpaar. Ja, Rest müssen wir uns nicht mehr reinziehen. Roland 1999, danke für die 5 Subs, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Also Hyperaktivspieler ist natürlich ein sehr ausgeprägter Stil. Aktivspieler würden natürlich nicht ganz so viel opfern, nicht? Sie würden schon ein bisschen mehr darauf achten, dass die Opfer auch korrekt oder intuitiv korrekt sind und ich glaube, ich hätte schon B statt die Türme zu verdoppeln, B7, B5 da am Anfang gespielt und so. Ja, und Schwächen, allerdings haben auch Aktivspieler, Hyperaktivspieler typisch ausgesprägte Schwächen. Sie machen natürlich oft gerne besonders schwächende pseudoaktive Bauernzüge, die auf den ersten Blick gut aussehen, dann aber sich als schlecht herausweisen. Ich habe zum Beispiel in meiner Jugend in jeder zweiten Weißpartie G2, G4 gespielt und das war in der Hälfte der Partien gut, im Rest schlecht. Und aber selbst da, wo es schlecht war, habe ich manchmal immer noch gewonnen und so. Aber ich musste, dass also Aktivspieler haben auch besonders ausgesprägte Schwächen. Das wollte ich nochmal festhalten. Das ist auch bei den, ganz besonders, glaube ich, bei den Spielern. Typen. Und wenn man mit den Aktivspielern und ihren Schwächen ganz gut umgehen kann, dann kann man da auch einiges bewirken. Ein Match, was man sich ansehen kann, ist natürlich Kramnik gegen Kasparov. Ja, 2000, ja. Da hat Kramnik dem Aktivspieler Kasparov doch gut die Grenzen aufgezeigt, indem er zum Beispiel schnell die Damen getauscht hat, Dynamik runtergenommen hat, sodass Kasparov gar nicht seine Aktivspielerqualitäten zeigen konnte. Ein anderes Match wäre Carlsen gegen Anand, wo Magnus Vichy auch ganz gut prophylaktisch so ein bisschen ausgebremst hat, sodass Vichy nie zeigen konnte, was er eigentlich kann. Also Aktivspieler haben besonders hervorstechende Schwächen. Das ist schon ganz besonders.
Und es ist, für, wenn man Aktivspieler ist, es ist super wichtig, dass man in Schwächen arbeitet. Zum Beispiel sind sie oft nicht so gut in der Verteidigung, sondern sie machen pseudoaktive Züge, besonders pseudoaktive Bauernzüge. Und sie wollen halt immer was machen, auch aktiv was machen, auch wenn das gar nicht angesagt ist, wenn in der Stellung gar nichts gemacht werden soll oder insbesondere die Figuren gar nicht aktiviert. Wie wir, das war hier die Talsche Turmverdopplung zum Beispiel. Objektiv ist sie ja schlecht, ist aber ein typisches Aktivspieler vorangehen, weil man halt als Aktivspieler alle Figuren, also es ist nur ein Beispiel, es gibt natürlich noch bessere Beispiele. Ja, 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 ja. Aber ja, genau, also das, und das wollte ich nochmal hervorheben. Also das ist bei Aktivspielern auch ganz besonders dieser extrem herausragende charakteristische Schwächensatz. Das würde auch für mich gelten und für den jungen Kasparov und so weiter konnte man auch, also man kann viele Beispiele finden mit pseudoaktiven, schwächenden Bauernzügen. Und ja, und als Aktivspieler ist es halt wichtig, dass man das ein bisschen auch los wird, ne? Dass man also auch an dieser Sorte Schwächen ein bisschen arbeitet, dass man auch versteht, dass es noch dass man eben noch versteht, dass Aktivität kein Selbstzweck ist.